So, Jungfernfahrt mit der Montana. Was haben wir am Start? Es ist ein Flugzeugträger da. Sehr gut, es war AHAB. 10er, 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 10er. Wir haben 3 DDs. Wir haben auch... Oh, wir haben 4. Das ist gut. Das heißt, wir haben 1 DD mehr. Dann fahren wir hier mal so ein bisschen nach vorne. Ich bin bei der Karte nie ein Fan davon, hier auf der 1er-2er-Linie zu kämpfen. Weil, wenn hier kein Gegner ist, den man beschießen kann, musst du einmal komplett hier rum und hast dann relativ lange keinen Einfluss aufs Spiel. Und wenn ihr da hinten mal mitkommen wollt, würde es mich auch freuen. Hm? Oh, guck mal, eine Montana. Ich sehe ihn, er sieht mich nicht. You see? So, Ataro. Ach, alle daneben. Jetzt habe ich extra so lange gewartet mit meinen Schüssen. Und dann versemmel ich die. Feels Batman. Sehr schön. Flieger raus. Fighter Airborne. Okay, das war's leider mit unserem DD da vorne. Muss ich hier erstmal anhalten. Oh, der Hindenburg. Ja. Nicht, dass ich diesen einen kleinen dreckigen Riesentorp hier abkriege, ne? Das wäre... Stehe ich hier? Ich würde gern abdrehen, aber es ist schwierig. Es ist... Jetzt probieren wir es. Aber jetzt weiß ich es. Okay, das macht mir erstmal gar nichts aus. Das lösche ich auch gleich weg. So. Hui. Das bringt jetzt nichts, wenn wir hier kämpfen. Das bringt gar nichts. Da hinten ist wohl eine AFK, wenn ich das richtig sehe. Deswegen Rückzug. Also wir laufen nicht davon. Das ist ein taktischer Rückzug hier. Ja. Wir haben B, dann lasst uns mal lieber nochmal A nehmen. 7000, okay.
Yamato hat mich gar nicht auf dem Schirm. Ignoriert er mich? Ist ja fast schon frech. Ich bin Aufmerksamkeit. Nein, nein, nein. Keine Aufmerksamkeitsprobe. Mach, was du denkst. Ich... Erstaunt. Bitte, wenn, was die hier jetzt an Schiffen haben, wenn wir jetzt die Zeit nutzen würden, ein bisschen Druck bei C zu machen, dann haben wir C und A, in Anführungszeichen, geben wir auf und dann O. Jetzt schießt er doch. Zeit am Reden und Quaken. T drücken. Echt. Ex-Ami, nix drauf hier. Oh. Er guckt in die andere Richtung, dreht vielleicht sogar ein bisschen ein. Na komm, raus damit. Passt. Da. Die Nachladezeit ist ja relativ zügig, ne? Wenn ich das mal... Da kommt mir das nur so vor. Ah, Mist. Jetzt konnte ich mich nicht entscheiden, ob ich anhalten soll oder weiterfahren, damit ich den hier noch weiter bekämpfen kann. Jetzt komme ich leider in den Schatten der Insel. Aber im Zweifel fahre ich lieber. So. Da. Aber bis jetzt macht das Ding hier einen ganz guten, vernünftigen Eindruck, sagen wir mal so. Okay. Okay, 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 okay. Kannst du ein bisschen nach links drehen? Dann eben nicht. Sehr unkooperativ. So, Secondaries. Boom. Our team is taking the lead. Oh, okay, da ist eine Montana. So, das ist das, was ich meinte. Jetzt haben wir eben beide Cap-Punkte. Das finde ich eigentlich recht angenehm. Und die müssen jetzt erstmal den ganz weiten Weg von hier hinten rumkommen. Da halte ich unsere Position momentan für besser. Hier müsste der Flugzeugträger vielleicht sein. Echt? Mal abwarten. Okay, da arbeitet sich jetzt an der Montana ab. Naja gut, wenn so drei Staffeln ankommen. Naja. Oh. Da ist ja der Lambada. Ah. Okay. So, wir gehen mal vom Gas ein bisschen. So, die hinteren Geschütze kommen jetzt langsam reingedreht. Das bringt nicht so viel. Den habe ich eine schlechte Sicht. Da. (lacht)
Captain Caesar hat es gut auf den Punkt gebracht. Wer im Mittelpunkt steht, wie gerade eben, ich glaube, du meintest die Yamato, ne? Dann geht das auch mal schnell zu Ende. Ansonsten steht es 4-4, aber das meinte ich halt mit den Caps. Wir haben wesentlich mehr Punkte. Jetzt nicht, dass ich unbedingt so nach dem Motto so der riesen Cap-Freund bin, aber der Gag an der ganzen Sache ist ja, wir zwingen den Gegner dazu, zu reagieren. So, jetzt lasse ich mal die Kunstschüsse da hinten auf die Montana sein. Das bringt momentan, glaube ich, gar nichts mehr. Ich sollte mir zusehen, dass ich den ein oder anderen Load hier mir jetzt rausnehme. Hey, Tibbets! Nicht, dass du Load hier bist, aber Low Life meinte ich. Entschuldigung. Er könnte noch ein Thema sein. Fahr schneller, fahr zu. Hallo Friedrich. Aua. Hallo Friedrich. Die Ami-Kanonen sind meistens sehr geil. Das war auch bei der Iowa so. Also die Iowa hatte sehr, sehr schöne Geschütze, fand ich. Kam ich immer sehr gut mit zurecht. Okay, da ist ein kleiner Fips. Ich werde jetzt vielleicht hier drauf gehen bei... Oh, er hat geschossen. Wenn ich das richtig sehe. Weißt du was, Friedrich? Machen wir es doch so. Ich schieße da hinten auf den Kameraden hinten durch. Und dich ramme ich weg. Oder ich probiere es. Oh. Da haben wir mal so einen Zerstörer nebenbei. Das ist auch in Ordnung. Na komm, du willst es doch auch. Hm? Obwohl, mittlerweile habe ich ja die bessere Position, ne? Spaß mit Flaggen. Spaß mit Montanas. Naja. Also auf die Hindenburg kriege ich ja die Schüsse nicht so gut gezimmert, wa? Okay, Webbing Speed, jetzt aber. Auf jeden Fall habe ich hier meinen Spaß. Das ist schon mal garantiert. Mal heilen. Und einen Snapshot probieren. Yay, gewonnen und überlebt. Ja, sehr schön. Sehr gut. Knappes Ding. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wunderbar, 135.000. So. Also, für eine Jungfernfahrt war das in Ordnung, glaube ich. Was waren wir? Wir waren Feuerfest. Nahkampfexperte, das war irgendwie so links außen am Ende, so dieser eine Zerstörer. Das ist der Vorteil, wenn man nicht den Secondary Skill hat, weil dann beide Seiten gleichzeitig schießen können. Ja, Dreadnought, weil wir überlebt haben. 135 Schaden, 1000 Schaden ist in Ordnung. 10 Flieger, 94 mit Secondaries. Ich glaube, ist eher ungewöhnlich, aber hey, warum nicht? Und damit 1600. Ja, ist Luft nach oben, auf jeden Fall.
Credits gab es auch ein bisschen. Kapitänspunkt, jawohl. Oh, ich glaube mal, ich sollte vielleicht mir mal überlegen, bei dem Kapitän dann nochmal Adrenaline Rush drauf zu backen. Das wäre heute oder bei dem Endgefecht ganz gut gekommen, wa? Ja, das war die Jungfernfahrt in der Montana. Ist ja auch gut befunden. So, zurück zum Hafen.